was für eine Mondfinsternis oder eben besser, was für ein Blutmond. Und ich hatte euch ja gebeten, mir Fotos zu schicken und es waren Unmengen. Ich wollte sie hier eigentlich unter dem Community-Tab posten, aber da hätte ich euch wohl mit zugespammt. Deshalb jetzt das Video hier und es sind wirklich spektakuläre Fotos. Angefangen bei ganz normalen Handyfotos bis zu wirklich unglaublichen Hammerfotos, die mit dem Teleskop gemacht wurden. Also los geht's, Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Erstmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen Fotos, die mich über WhatsApp und die anderen Messenger erreicht haben. Damit hätte ich echt nicht gerechnet. Die Klickzone Community hat hier mal ein Hammerprojekt hingelegt. Und vielen Dank an alle, die mir dann auch die Erlaubnis gegeben haben, die Fotos zu veröffentlichen. Gestern Abend war es soweit, so ungefähr, je nachdem wo man war, um etwa 21 Uhr. Langsam schob sich der Erdschatten vor den Mond. Fritze Finn hat hier ein klasse Bild gemacht, wie sich der Erdschatten hier vor den Mond schiebt. Noch ist er hellgrau, das Sonnenlicht, das direkt von der Sonne kommt, ist noch zu stark. Dann aber liegt der Mond schon bald komplett im Erdschatten und nur Licht, das durch die Erdatmosphäre gebrochen wird. Und hier sind die Rotanteile viel stärker. Das trifft auf den Mond. Es ist so eingetreten wie vermutet. Das Himmelsspektakel dauerte mit 103 Minuten eine ungewöhnlich lange Zeit. Sowas wird es in diesem Jahrhundert nicht mehr geben. Um 21.20 Uhr etwa ist die Mondscheibe dann komplett vom Erdschatten bedeckt. Ab jetzt ist der typisch glutrote, riesengroße Mond zu bewundern. In diesem Zustand wird der Mond auch als Blutmond bezeichnet. Übrigens war der Mond eben nicht besonders groß, was man an den vielen Handybildern sieht. Aber er wirkt groß, wenn er zum Beispiel hier über der Dresdner Frauenkirche zu sehen ist. Danke an Nina Arnold für diese tolle Aufnahme. Beim zweiten Bild von ihr ist er dann auch so richtig blutrot. Irre. Es war sogar der kleinste Vollmond des Jahres, denn er hat auf seiner Bahn um die Erde gerade den größten Abstand zu uns. Und das ist auch die Erklärung für die lange Dauer der Mondfinsternis, weil der Mond so, weil er weiter weg ist, länger im Erdschatten ist. Aber ganz besonders war dann das Erscheinen des Mars, der dank jetzt viel dunkleren Mondes richtig gut zu erkennen war. Und hier sieht man auf dem Bild von Jan aus Südhessen super die Erdkrümmung unseres Globus als Schatten auf dem Mond. Was für ein Spektakel. Hier nochmal die schönsten Bilder. Musik hoch. Ich kann nur sagen, Gänsehaut pur. Wenn ihr in Zukunft kein Video verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unzuverlässige Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür da klicken, aber nicht die... Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken. Menschen sollen auf dem Mond siedeln. Bis dann. Bleibt dran.